Ja, vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die pflegenden Angehörigen von Millionen zu Pflegenden, die mehrfach zu Hause versorgt werden, haben es verdient, dass wir uns in diesem Parlament ernsthaft damit auseinandersetzen, wie wir ihre Lage verbessern. Und dass wir bei all den Sachen, die wir schon in der Vergangenheit auf den Weg gebracht haben, eins nicht tun sollten, nämlich immer wieder zitieren, was alles aufgeschrieben wurde, sondern es geht natürlich darum, die Sache umzusetzen. Was aus meiner Sicht aber gar nicht geht, ist das hier zu missbrauchen, um krude Theorien von Frauen an den Herd wieder aufleben zu lassen, ohne zu erklären, wie das dann funktioniert, wie die Frauen, die dann in der Häuslichkeit nur tätig sind, für ihre eigene Rente vorsorgen oder wer die mal pflegen soll. Das ist genau das, in welche Richtung solche Debatten gar nicht gehen sollten. Aber auch, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, ich glaube, der wirklich ehrliche Satz aus Ihrem Antrag ist der im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Denn das ist genau der Zwiespalt, vor dem wir ja gerade alle politischen Forderungen, alle Vorschläge verhandeln. Und ich könnte das jetzt auf unendlich viele Politikbereiche noch ausdehnen, wo Sie immer wieder Vorschläge machen, wo Sie weitergehen als das, was Sie eigentlich in den Jahren gefordert haben, in denen Sie selbst in der Regierung waren, und das, was wir teilweise gegen Ihren Widerstand massiv durchsetzen mussten, nämlich über ein Pflegekompetenzgesetz, jetzt mal ehrlich zu reden, für die Pflege was zu machen, dass Pflegeberufe aufgewertet werden. Denn die pflegenden Angehörigen sind ja zum Glück auch nicht ganz allein, sondern die werden massiv von 15.000 Pflegediensten in diesem Land unterstützt und in denen arbeiten Fachkräfte. Und je mehr wir denen zutrauen und je attraktiver wir diese Berufe machen, desto besser ist das für alle, die mit dem System Pflege zu tun haben und die darauf angewiesen sind. Also nutze ich jetzt einfach noch die verbleibende Minute Redezeit und frage Sie mal ganz direkt und bitte Sie da einfach ehrlich zu sein. Man kann fordern, man kann auch fordern, für die Pflege mehr Geld auszugeben und da viel auf den Weg zu bringen, was wir mit Familienarbeitszeit und so weiter vorhaben, haben die Kolleginnen und Kollegen ausreichend in der Debatte zitiert. Aber das Eigentliche, wie wir es schaffen, vor dem Hintergrund leerer Pflegekassen, wo Milliarden fehlen, diese Milliarden aufzutreiben, da müssen Sie einfach sich überlegen, was Sie wollen. Sie können einerseits sagen, es geht alles nicht schnell genug, jeder Tag, wo wir hier nicht handeln, ist ein verlorener Tag. Das stimmt auf der einen Seite, und auf der anderen Seite sich immer diebisch und insgeheim freuen, wenn die Ampel mit knappen Haushalts kalkulieren muss, wenn Urteile gefällt werden, die es uns noch schwerer machen, mit dem Geld, was wir zur Verfügung haben, für die richtigen Sachen zu investieren. Das heißt ganz direkt, wenn Sie vorhaben, sobald Sie es wieder in eine Regierungsverantwortung schaffen sollten, die Schuldenbremse auszusetzen und für die richtigen Dinge Geld aufzunehmen, dann sagen Sie es doch jetzt direkt. Wenn Sie schon sagen, es kann nicht schnell genug gehen und jeder Tag ist ein verlorener Tag, in dem wir uns dazu nicht zu bekennen, dann verlange ich dieses Bekenntnis von Ihnen hier und heute, denn dann ist es auch nicht ehrlich zu sagen, wir machen jetzt jeden Tag neue Forderungen auf, die mit Milliarden unterlegt werden müssten. Wir sagen aber nicht, wo das Geld dafür herkommt. Denn wünschen können wir uns alle viel. Die Menschen sind aber darauf angewiesen, was wir auch umsetzen. Und deswegen schließe ich mit dem Satz, mit dem ich eigentlich alle meine Reden jetzt schließen müsste. Wir haben anscheinend keine parlamentarische Mehrheit dafür, zu investieren in diesem Land und die Schuldenbremse auszusetzen. Wir haben aber auch keine gesellschaftliche Mehrheit für die Konsequenzen der Schuldenbremse. Und deswegen sollten wir sie reformieren. Vielen Dank.